Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play DayZ. Wir sind in der letzten Folge ja ein bisschen sehr komisch gestorben. Irgendwie durch irgendwelche Hacker. Keine Ahnung, was das war. Und natürlich müssen wir jetzt alles neu finden, neu suchen. Und die Taschenlampe wieder wegschmeißen. Die Sichel lassen wir liegen. Schnappen uns hier vorne das Seil. Daraus können wir eventuell einen Bogen bauen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wo wir sind. Es könnte Kamishobo sein. Was liegt hier? Was bist du denn? Kuchen-Tripod. Ne, den brauchen wir erstmal nicht, weil Kochen ist im Moment noch nicht drin. Zumal der E3 Platz in der Höhe braucht. Der Server gerade ist ein bisschen sehr leer. Das habe ich bewusst gewählt, um ein bisschen mit dem Looten voranzukommen. Natürlich sind wir jetzt hier in der Stadt gelandet, wo schon eine ganze Menge spawnen. Also an Spielern. Oh, da ist ein Zucchini. Ziehen wir uns mal sofort rein. Denn man startet mit Hunger. Und eine Zucchini macht zumindest ein bisschen satt. Na komm, eher schneller. So, wunderbar. Ich hoffe, dass wir diesmal ein bisschen länger überleben als eine halbe Stunde. Hier sind ein paar Dosen, die nehmen wir sofort beide mit. Und da ist zumindest eine Mütze. Die bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber... Oh. Entschuldigung. Der kam unangekündigt. Da ist noch eine Orange, die hauen uns auch sofort im Magen. Natürlich nebenbei immer so ein bisschen die Ohren offen halten, ob wir irgendwas hören. Sei es Zombies oder andere Spieler. Na, ist erstmal besser als nichts. Da machen uns die Rex los. Was bist du darum? Na, ein Beanie braucht man nicht. Bin ich nicht so der Freund von. Ist auch noch eine kleine Mütze. Dann gucken wir mal hier drüben ins Haus. Ob wir da noch was zu essen finden. Gut, diese Karten werde ich nicht sammeln. Ich werde das vielleicht zwischendurch einblenden, wie ich laufe oder was ich vorhabe zu laufen. Genauso, wenn ich jetzt weite Wege laufen werde und es passiert auf der Zeit nichts, werde ich das höchstwahrscheinlich rausschneiden und wie bei Indiana Jones und halt diese Karte einblenden und ich weiß nicht, irgendwie mit Paint oder so, keine Ahnung. Da lasse ich mir noch was einfallen. Das ist ein Atlas Bipod. Diesen Atlas Bipod kann man benutzen, um die Waffe zu stabilisieren. Das funktioniert leider nicht mehr bei der Mosin. Warum die das rausgenommen haben, um eine Sniper zu stützen, das weiß leider nur der Entwickler. Oh, offene Dose. Die essen wir doch sofort. Mehr als sterben können wir sowieso nicht dabei. Hat wahrscheinlich irgendeiner geöffnet und liegen lassen. Hoffe ich zumindest. Die beiden Dosen lassen wir mal liegen. Ich hoffe, dass ich noch einen Rucksack finde. Da ist noch eine Karte. Da ist nichts. So, kurz über den Zaun springen. Was liegt da? Ein Bauarbeiterhelm. Können wir auch nicht wirklich gebrauchen. Dann gucken wir uns mal die anderen Gebäude alle an. Ne, hier war ich dran, ne? Hier war der Atlas Viper. Ja, genau. So, slowly warming up ist schon mal gut. Das heißt nämlich, wir erfrieren zumindest nicht so schnell. Was sich natürlich ganz schnell ändern kann, wenn wir... Salinbeck. Diese Salinbecks, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Kochsalzlösung. Die geben so ein bisschen Blut zurück. Wurden allerdings auch ganz schön genervt seit... Ja, keine Ahnung, ich glaube letzten oder vorletzten Patch. Die haben vorher einiges an Blut zurückgegeben, jetzt leider nicht mehr ganz so viel.
Was allerdings dann den Faktor wieder erhöht, sich Blut von anderen Spielern zu schnappen. Da vorne liegt ein Rohr, das nehme ich sofort mit. Da ist nur eine kaputte Hose, eine Dose. Na. Hat das schon einer mitgenommen? Das liegt einfach wieder nur so rum. Ja, dann nehme ich das in der Hand, ist auch egal. Können wir uns zumindest damit wehren. Was bist du? Dann machen wir uns auch Rex draus. Aber sonst liegt... Moment. Da liegt doch noch eine Dose Pfirsiche. Pfirsiche sind aktuell die beste Nahrung, finde ich, die es in diesem Spiel gibt. Zum einen, weil sie satt machen und zum anderen, weil die eine ganze Menge an Flüssigkeit wiedergeben. Und wenn man beides genug hat, also man ist satt und hat keinen Durst mehr, dann regeneriert man auch Blut. Und da diese Pfirsiche einiges bringen, werde ich hauptsächlich diese Pfirsiche mitnehmen und alles andere dafür liegen lassen. Vor allem da so eine, ja, was ist das, Spaghetti? Ja. Weil die bringen gefühlt gar nichts. Können wir lieber Tomaten züchten. So, dann gehen wir mal hier in die, wie jeder sie nennt, Polizeistation rein. Liegt aber soweit auch erstmal nichts. Das sind natürlich auch die Gebäude, die sofort abgegrast werden von allen Spielern. Da ist noch ein Cooking Tripod, den brauchen wir nicht. Hier noch was? Nein. Gucken wir mal oben. Da ist auch erstmal nichts. Auch gerade nichts. Da sind Bücher. Da können wir höchstens Papier rausreißen, um irgendein Feuer zu machen. Und Froschachen. Froschachen mal schön. Den nehmen wir mit. Schmeißen dafür das Rohr weg. Haben wir da noch? So. Komm her. Polizeihose. Sonst auch nichts. Da liegen noch Schuhe rum. Schuhe haben wir aber an. Solange das keine vernünftigen Stiefel sind, lasse ich die liegen. Haben wir hier noch? Eine P1-Pistole. Können wir jetzt natürlich nicht mitschleppen, weil wir keinen Platz mehr haben. Und hinzu kommt, wir brauchen für die P1 ein Magazin. Das heißt, die wäre erstmal sinnlos mitzuschleppen. Hier hinten in den Garagen, ob da noch irgendwas rumliegt. Da ist ein roter Wollmantel. Was haben wir hier noch? Dann nehmen wir den Hoodie mit. Hat zwar wahrscheinlich nicht den besten Zustand, aber hält am meisten noch mit an Wärme ab. Oh, ein Scope. Gut, dann öffnen wir uns eine Dose und essen die. Dann nehmen wir nämlich das Scope mit, damit können wir so ein bisschen in die Ferne gucken. Und das passt hinterher auf die Sniper drauf. Aber die müssen wir natürlich auch noch finden. So, hier sind Zäune. Gehen wir da drüber. Schwuppdiwupp. Da ist ein Kompass. Da ist noch ein Vorschlaghammer. Eine kleine Eisaxt. Da ist ein Helm. Da ist noch eine Dose. Da ist nichts. Was ganz schön wäre, wäre ein Rucksack. Da ist noch eine Spitzhacke.
Und Sardinen. Hilft aber nichts, ich brauche einen Rucksack. Oder allerdings ein Burlap-Sack. Dann könnte ich mir einen machen. Oh, eine Magnum. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Denn die würde ich ganz gerne mitnehmen. Verbrauchen wir zwar einiges an Platz und müssen Klamotten hier lassen. Allerdings haben wir dann eine Schusswaffe, wofür wir kein Magazin brauchen. Wer weiß, wenn wir einen Rucksack finden sollten, können wir die restlichen Klamotten ja wieder abholen. Da liegt noch eine Karte auf dem Boden. Da ist noch ein Hut. Da im Schrank liegt nichts. Dann können wir ja auch sofort wieder raus. Das ist ein Kleidchen. Das können wir auch nicht so wirklich gebrauchen. Was ist das? Eine Munition für eine andere Waffe. Liegt auch nichts. Das ist noch ein Knicklicht. Ja, schade. Ich glaube, von unten sind wir gekommen, ne? Ja. Ist natürlich auch ein bisschen wahnsinnig, was ich hier gerade mache über die. Na. Ja. Ich dachte schon, der Server wird gerade abbrauchen. Über die offene Straße zu rennen ist natürlich nicht immer das Beste. Oh, ein Schulrucksack. Ist der nicht wunderschön? Guckt euch das an. Mit Marienkäfer drauf. So, dann können wir nämlich noch ein bisschen was mitschleppen. Zum Beispiel diese Bandagen. Spürlos lassen wir liegen, könnten wir höchstens Leute mit vergiften, ansonsten weiß ich noch nicht so wirklich, was da bringen soll. Na klar, damit kann man mit Sicherheit medizinische Ausrüstung desinfizieren oder besser machen. Aber scheiß der Hund drauf, geht's auch. So, dann holen wir uns da vorne aus dem kleinen Haus wieder unser Seil zurück. Das sein. Das Scope nehmen wir auch wieder mit. Wunderbar. Und die Banane nehmen wir auch mit. Dann ist der Rucksack auch schon fast voll. Oh, das war ein bisschen früh. So, dann gucken wir mal kurz am Brunnen, nehmen zwei, drei Schlücke. Gucken uns währenddessen ein bisschen um. Denn da in diesen Wäldern, da hocken ganz gerne mal welche. Noch einen Schluck. Allerdings ist der Server doch relativ leer, ob wir ein paar vom Clan hoch sind. So, in dem Haus hier waren wir, glaube ich, schon drin. Ne? Da ist ein Mokitorpion. Nein, das ist noch ein Long Range Scope. Crossbow Holocide. Was bist du denn für ein Zustand? Du bist pristine und du bist auch pristine. Na dann. Eins reicht uns natürlich. Was hast du noch für mich? Oh, Morphin. Morphin ist sehr gut, denn damit können wir gebrochene Beine oder Arme fixen. Vor allem da die Schienen, die man sich craften kann, und doch noch ein bisschen sehr buggy sind und nicht immer funktionieren. Oh, und eine Trumpet.
Mit dem Messer. Das Messer. Nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich damit die Dosen öffnen will. Dann essen wir kurz die Banane und räumen das Inventar ein bisschen um. So. Na, hätte ich die Banane gar nicht essen brauchen, hätte doch so. Na egal. So, und dann würde ich mal sagen. Ah, guck mal, ein Böllersack. Sehr schön. Denn aus diesem Böllersack machen wir uns diesen größeren Rucksack. Der hat nämlich 12. Ja gut, unserer hat im Moment auch 12. Allerdings können wir den hinterher noch erweitern, wenn wir einen Stock haben.